Hi Leute, herzlich willkommen zum neuen Video auf unserem Kanal. Heute sind wir mal im Partnerlook. Das hatten wir auch schon im Disneyland an, da hatten wir uns das für gekauft. Aber heute haben wir was ganz anderes vor. Heute probieren wir mal was aus. Genau, ich habe Püffchen überredet. Ich habe auf YouTube jemand gefolgt quasi, der hat ein Kochbuch, das Aiko's Kitchen. Da gibt es auch eine Internetseite mit ganz vielen Rezepten. Und ihr wisst ja, ich brauche immer mal was Süßes für mein Herz und für meinen Kreislauf. Ja, Püffi? Aber Püffi hält davon nichts, aber der macht mit. Das ist ein Käse-Mohnkuchen, wollen wir machen. Gesund. Ne? Ein Protein-Käse-Mohnkuchen. Ja, genau. Da können wir dann später mal kosten. Und es geht nicht auf die Hüften, Püffchen. Ne? Mal gespannt, ob es schmeckt. Aber lasst euch überraschen. Nicht auf die Hüfte, dafür auf die Brüste. Wir probieren das auf jeden Fall mal aus. Wir verlinken den netten Herrn da auch mal. Vielleicht findet er das gut, wenn wir mal sein Rezeption da testen. Also der hat wirklich ganz, ganz viele. Hat auch Kochbücher davon. Ja, Aiko's Kitchen, glaube ich, wenn ich das so richtig ausspreche. Aber seid gespannt. Dann starten wir jetzt mal damit. Yes, let's go. So, fangen wir mal an. Als allererstes muss man ein Ei trennen. Püffchen blendet euch auch später mal das Rezept ein und die Nährwerte und die Seite und so weiter. Vor allem vorsichtig sein, wir haben nur ein Ei. Oh ja, der Rest ist leer. Gott sei Dank. Und der komplette Kuchen, Leute, haltet euch fest, 600 Kalorien. Das ist mal ein Wort, Herr Püff. 300 Gramm Magerquark. Dann kommen dazu 25 Gramm von diesem Vanilleeis. Das ist sehr lecker, auch als Shake. Von ESN ist das, genau. Keine Werbung darf ich machen, gell? Aber das ist echt lecker. Die verwenden ein anderes, die nehmen Zimt- und Zucker-Cookies, aber wir haben schon so viel mit Whey gemacht, da kann man verschiedene Geschmacksrichtungen nehmen, also wir probieren es einfach mal, ne? Genau. Auf jeden Fall 25 Gramm davon. Ja. Es kommt noch Vanillepuddingpulver, eine halbe Packung dazu. Ja, das langt. Jetzt brauchen wir das Eigelb. Kommt jetzt und... Püffchen, kannst wieder nett normal sein, gell? So, jetzt geht's weiter. Bei denen, ihrem Whey war ja Zimt drin. Ich brauche zu allem Zimt. Ihr wisst ja, vom Püffchen hat ja auch schon für mich da Zimt, ne? Zimt muss sein. Deswegen mache ich das jetzt ein bisschen hier rein. Aber ihr könnt es ja auch abwandeln. So, ein bisschen davon. Und hier, die, man kann auch Flavor Drops nehmen. Ich nehme jetzt hier von GUT 7 das White Chocolate Coconut. Wartet mal, so ein bisschen. Ich glaube, da könnt ihr es sehen. Das ist sehr, sehr lecker. Auch für einen Magerquark kann man das. Das süßt so ein bisschen, gibt noch mal ein bisschen Geschmack. Machen wir einen Cup rein. Ich glaube, was hat der Cup? Der hat 5 Gramm, ne? Also das ist sehr intensiv, dürfte nicht zu viel. Ach, was ich euch noch sagen wollte, guckt mich heute nicht an. Ich habe Kosmetikbehandlung, ich darf mich nicht schminken, gell? Nicht, dass ihr denkt, wie läuft denn die Mutter heute hier rum, ne? Püffchen hat gesagt, ist doch egal. Alla, dann geht's jetzt. Scheißegal. Weiter. Das noch reingehauen? So, okay. Und dann, Püffchen, glaube ich, müssen wir das schon erstmal schlagen. Nee, Wasser fehlt noch. Schlagen? Püffchen, Water fehlt. Das muss Wie noch viel sein. Ist das? Das ist, Moment, was steht hier auf meinem Rezept? Ach, doch, 50 ml Wasser. Ah, und doch, ich hab, so viel. Ja, und ich habe noch was vergessen, Püffchen. Das, was hier was wird, hier muss noch ein halber Teelöffel Backpulver. Also das sind ja Mengenangaben, die
sind ja normal nicht so in meinem Speiseplan. Ich kann das Püppchen alleine essen, den Kuchen hat wieder zum Nachtisch, ne? Meint ihr, das ist ein halber? Ja. Neu damit. Jetzt muss das Ganze mit dem Rührgerät erstmal durchgeschleudert werden. Normal mache ich ja beim Püppchen, wir machen ja viel mit unserem Fake-Thermomix, aber wir haben gesagt, komm, das tun wir jetzt mit dem Rührgerät. Ihr seht ja, ganz altes Ding, aber ich mix das jetzt mal schnell und dann müssen wir den Teig teilen, mit dem Mo noch unterheben. Wir gleich geht's weiter. Ich werde jetzt mal die 18er Springform werde ich jetzt mal einfetten und ich mache immer lieber unten drunter noch eine Lage Backpapier auf dem Boden. So, drüber. Und dann ganz professionell einmal den Mist da außenrum ab. Das brauchen wir ja alles nicht. Weg damit. Und dann haben wir hier unser tolles Backtrennspray. Einmal da durchblättern. Und schon ist die Sache geritzt. Jetzt versuche ich, dass das Eiweiß hier steif wird. Ich hoffe, es wird steif, weil, wie gesagt, es ist unser letztes Ei, ne? Püppchen, sonst haben wir ein Problem. Achtung, los geht's. Schneller, schneller, schneller. Schneller. Seht ihr was? Es wird schön. Jetzt tue ich das mal da unterheben. Das machst du ausgesprochen schön, Püppchen. Ich gebe mir heute Mühe, ne? Auch nur heute? Wenn schon mein Gesicht schon heute nicht stimmt, muss ich mich hier ins Zeug legen. Und? Ja, sieht gut aus, denke ich. Jetzt müssen wir das gleich teilen, den Teig. Steht da so im Rezept. So Leute, jetzt müssen wir den Teig einmal Hälfte, Hälfte in zwei Schüsseln tun. Guck mal, Suppe. Ja. Und in die eine Hälfte, ich zeige euch mal, der Teig sieht mittlerweile so aus. Von was sind eigentlich die schwarzen Stückchen da drin? Ich denke von dem Vanillepudding. Ja. Auf jeden Fall, hier ist 15 Gramm Blaumohn. Der kommt jetzt in die eine Hälfte rein. Ich rühre das nochmal, Püppi. Auf, aus, Rest. Für teure Mohn darf man nicht verschwenden. Aber Püppi, du kannst jetzt schon mal anfangen, eine Lage da reinzufüllen. Das muss jetzt abwechseln. Muss das abwechselnd in die Form rein. Erste Schicht. Wie krieg ich denn das jetzt hin? Warte, ich geb dir den Wie viele Schichten soll das denn geben? Ja, Schatz, wir machen das halt so, dass es ein bisschen abwechselnd da reinkommt. Ja. So. Jetzt kommt dann hier so eine. Da haben wir das jetzt überall. Sieht übrigens der zweite Teil des Teiges aus mit dem Mohn.
Da jetzt auch eine Schicht drüber. Wie viel Menge müsst ihr gucken, dass es halt einfach bedeckt ist. Ich denke, es gibt nur 4 Schichten, Schatz. Ja. So. Schicht Number 2. Ich glaube, jetzt brauchen wir... Wie lang? Da steht 40 bis 50 Minuten. Bei 170 Grad. So, Leute. Jetzt tun wir den schöne kleine Kuchen 40 bis 45 Minuten in den Backofen, Umluft, 175 Grad hatten wir schon vorgeheizt. Tun wir das gute Stück jetzt mal da rein. Schicht Number 3. Ich klatsche jetzt das alles da drauf. Gibt es 4 Schichten. Unser Kuchen zumindest. Ich meine, ihr könnt ja auch von der Menge her mal mehr machen. Dann habt ihr auch, wenn Besuch kommt oder so, einen großen Kuchen. Das ist ja jetzt nur für zum Nasche zwischendurch, gell, Piff? Ah ja, klaro. So. Plopp. So, die letzte Schicht. Nochmal die Mauenschicht. Auch der Rest drauf. Haben wir doch die Menge gut abgemessen, die Hälfte. Mhm. Siehst du, ich kann doch was. Naja, können wir außer dumm Zeug babbeln. Doch noch was. Mhm. Naja, unsere Kuchen und so werden eigentlich immer schön. Und jetzt muss das Ganze... So, Leute. Jetzt tun wir den schöne kleine Kuchen 40 bis 45 Minuten in den Backofen, Umluft, 175 Grad. Hatten wir schon vorgeheizt. Tun wir das gute Stück jetzt mal da rein. Kurzer Zwischencheck. Er geht hoch und er bekommt so langsam Farbe. Jetzt ist er ja schon gut braun. Jetzt muss die letzte Zeit noch... Wenn man das irgendwie mit dem Umluft hier hinkriegt, noch ein Zeltmischpöff. Toll, dann müssen wir was drauflegen. Ich muss auf Ober-Unterhitze stellen. Ja. Aber nicht, dass du verkündest, nicht wird. So, drauf, das ist ja nicht verbrennt, das gute Stück. Auch Ei begleitet ihr uns jetzt auch schon hier zum Mockern, also... Sonnig, wie schön. Der Kuchen braucht noch einen Moment. Aber das finde ich seltsam, dass ihr sogar schon wieder hier draußen seid, wenn wir am Quarzen sind. Ich freue mich auf Morgenküpfchen. Verrat doch nicht. Nein, immer alles. Ich habe ja nichts gesagt. Ich habe nur gesagt, ich freue mich. Abo da lassen. Glocke aktivieren und schon kriegt ihr angezeigt, wenn was Neues kommt. So einen wunderschönen Ausblick. Da ist es, Pivi. Leute, er ist fertig. Ich hole den jetzt mal raus. So, jetzt musst du aber als allererstes erstmal auskühlen. Eigentlich, laut Rezept, soll der über Nacht im Kühlschrank, aber so viel Geduld haben wir nicht. Also, wir melden uns gleich. Wenn wir mal aus der Form rausmachen. Guckt euch mal an, wir haben Weltuntergangsstimmung hier. Das ist krass, he? Auf der Straße ist schon wieder Überschwemmung. Alter Schwede. Guckt euch das mal an.
Da hinten strahlen blauer Himmel. Alter, ich bin jetzt mal einen rauchen gegangen unterm Schirm. Scheiße. So, ihr Püffchen, dass wir mal wieder zum Kochen zurückkommen. Das Unwetter draußen ist jetzt mal Nebensache. Jetzt versuchen wir das olle Ding dumm rauszukriegen. Erstmal den Rand lösen. Püffchen, ich will dann schneiden, okay? Ja. Ich will das auf unserem Tisch. So. Einwandfrei. Auf dem Herzteller. Guck mal. Didi, didi, didi. Ich schneide ihn an für euch. Achtung, ich weiß gar nicht, ich glaube, das Messer ist gar nicht so geschickt dafür. Probier's. Weil das. Oh, oh. Ich will ihn nicht zerstören. Weil der ist so gut geworden. Es war leider zusammengefallen. Naja. Aber. Achtung, guckt es euch an, Kinders. Ich setze gleich mal ein. Oh, schade, ich habe schon wieder Kinders gebeugt. Ich will es euch zeigen. Achtung, ich halte es euch in die Kamera, wie ihr von innen ausschaut. Sieht man es? Ja, die Schichten sind zu erahnen. Ja, aber ich würde sagen, wir testen das mal gleich. Ja. So, Leute. Schafft die Arbeit. Wir haben es uns ein bisschen gemütlich gemacht. Oh, das Püffchen mit hat Teechen. Herz vergessen. Püffi. So viel Zeit ist jetzt auch noch. Genau. Unser Video ist ja schon lang genug, ne? Ja. Jetzt ist nice. Nice, nice. Jeder hat sich ein Teechen gemacht. Und jetzt probieren wir das Ganze mal. Wie das schmeckt hier. Hoffentlich gut. Sonst war die ganze Arbeit umsonst. Oh, Püffi, der ist lecker. Was sagst du? Ich glaube, wir hätten ein bisschen früher raustun können. Also ich habe mir einen Ticken leckerer vorgestellt. Aber ich bin von diesem Proteinzeug eh nicht so ein Fan, wie man unschwer erkennen kann. Ist lecker. Vielen Dank an den Rezeptgeber. Wir haben den auch verlinkt, gell? Man kann ihn essen. Ja, ist wirklich lecker. Wenn euch das gefallen hat und ihr gerne mehr Rezepte von uns sehen wollt, gebt dem Video einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da, vergesst die Glocke nicht zu aktivieren, dass ihr über alles benachrichtigt werdet von uns. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.